nicht, also nicht. Einen wunderschönen guten Abend allen. Ich bin Julia Kromer im Senckenberg-Stab Wissenschaftskoordination, unter anderem zuständig für Transfer, verschiedene Veranstaltungen und diese Vortragsreihen. Und ich begrüße Sie herzlich zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Museum for Tomorrow, die Praxis der Museen. Ganz herzlich grüßen soll ich auch von unserer Museumsdirektorin Brigitte Franzen, die heute eigentlich moderieren wollte, aber leider erkrankt ist. Auf den durchlaufenden Folien haben Sie ja schon einen schnellen Überblick gesehen. Wir befinden uns im zweiten Teil unserer Reihe. Und bevor wir gleich ins heutige Thema einsteigen, noch einmal kurz die üblichen technischen Hinweise. Alle, die auf Zoom oder YouTube teilnehmen, stellen Ihre Fragen bitte direkt im Chat, die wir dann am Ende aufgreifen und gemeinsam diskutieren. Studierende, die eine Teilnahmebestätigung möchten, bitte ich, sich mit Klarnamen anzumelden und mir kurz eine Direktnachricht zu schicken, dass sie eine Bestätigung möchten. Außerdem noch wie immer der Hinweis, dass der Vortrag aufgezeichnet wird und in Kürze unter senckenberg.de live oder in Senckenberg YouTube-Kanal zur Verfügung steht. Sie können ihn also sehr gerne weiterempfehlen an Leute, die heute Abend selbst nicht dabei sein konnten. Mit dieser Reihe möchten wir ja anhand verschiedenster Themen und aus ganz verschiedenen Blickwinkeln zeigen, wie Museen heute arbeiten. Und da darf natürlich eine Entwicklung nicht fehlen, der sich heute kein ambitioniertes Museum mehr verschließen kann, nämlich die Digitalisierung des Ausstellungswesens. Hierzu freue ich mich jetzt sehr, Ihnen unseren heutigen Redner vorzustellen. Willi Xilander studierte Biologie an der Georg-August-Universität in Göttingen.
Er arbeitete zunächst als Biologielehrer, bevor er dann am Zoologischen Institut der Uni Göttingen über Fischparasiten promovierte und sich dann 1992 im Fach Zoologie am Fachbereich Biologie der Uni Gießen habilitierte, wo er dann auch die Vertretung einer Professur für Ökologie und Systematik der Tiere übernahm und anschließend als Privatdozent tätig war. 1995 wurde Willi Xelander Direktor des Staatlichen Museums für Naturkunde in Görlitz. Seit 2009 das Senckenberg-Museum für Naturkunde Görlitz. Seit 1997 ist er Honorarprofessor für spezielle Zoologie an der Uni Leipzig und seit 2016 zudem Professor für spezielle Zoologie, nämlich der Wirbellosen, an der Technischen Universität in Dresden. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Bodenbiologie und Ökologie sowie der Entstehung und Entwicklung von Wirbellosen, insbesondere Gliederfüßer, Plattwürmer und aber auch sonstige Bodenorganismen. Und das wurde aus dem bisher Gesagten noch nicht deutlich, der Museologie. Er ist ein leidenschaftlicher Museumsmensch, aktiv in zahlreichen Ämtern und Funktionen. Er befasst sich ganz intensiv damit, all dieses Wissen aus der Forschung auf ganz neuen Wegen in die Gesellschaft zu bringen, und zwar nicht nur in die deutsche. Denn Görlitz ist ja Grenzstadt und so richten sich die Aktivitäten des Görlitzer Museums immer auch an die polnischen und auch tschechischen Besucher. Auch in der Vermittlung von Wissenschaft ist er international unterwegs, nämlich mit den beiden sehr innovativen internationalen Studiengängen Biodiversity and Collection Management sowie Biodiversity and Ecosystem Services. In die breite Öffentlichkeit bringt er diese Inhalte schon seit langem mit wirklich großartigen Ausstellungen, die von Görlitz aus oft jahrelang in Deutschland und Europa unterwegs sind und seit einer Weile auch in ganz neuen digitalen und interaktiven Formaten, von denen der uns jetzt berichten wird. Und Herr Xelander, ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für uns haben. Ja, vielen Dank, Frau Krummer, für die vielen Vorschusslorbeeren. Ich freue mich sehr, heute Abend bei Ihnen zu sein und Ihnen etwas über unsere Arbeit, nicht in der Forschung ausnahmsweise, sondern in der Vermittlung von Forschung und von Forschungsdaten erzählen zu können. Wenn Sie auf den Senckenberg-Verbund schauen, dann ist es ein Netz von Einrichtungen, von Standorten, von Instituten über ganz Deutschland mit etwa 900 Mitarbeitern, davon etwa 400 Wissenschaftlern. Und Görlitz liegt, wie Sie vielleicht wissen, ganz im Osten, im Dreiländereck zwischen Polen, Tschechien und Deutschland. Und das Senckenberg Museum für Naturkunde hat seit den frühen 60er Jahren einen Forschungsschwerpunkt, der ein Alleinstellungsmerkmal für uns darstellt und der auch heute im Verlaufe des Tages aufscheinen wird, nämlich die Bodentiere. Das Museum hat Stand des letzten Monats 123 Mitarbeiter. Damit ist es bezüglich der Mitarbeiter und der Quadratmeter, die wir haben, die zweitgrößte Senckenberg-Einrichtung, auch wenn sie vielleicht von Frankfurt aus in weiter Ferne und damit klein erscheint, sind wir doch eine relativ bedeutende Facette, ich will nicht sagen Juwel, aber Facette passt schon ganz gut im Senckenberg-Verbund. Von den 123 Mitarbeitern sind 69 aus dem Haushalt bezahlt. Das bedeutet, dass wir einen hohen Anteil an Mitarbeitern aus dem Drittmittelbereich, also über Forschungsgelder, finanzieren. Und da sind es viele Postdocs, Doktoranden, aber auch Volontäre und andere Mitarbeiter, die für uns im Bereich der Drittmittel tätig sind. Das Museum hat drei Abteilungen: die Zoologie, die Bodenzoologie, die eine eigene Abteilung darstellt, und die Botanik mit 15 Sektionen. Wir haben 6,7 Millionen Sammlungsobjekte bei uns in den Depots beziehungsweise in den Sammlungen und verfügen im Moment über 8 Gebäude, bauen im Moment eine zentrale Einrichtung in der Nähe des Görlitzer Bahnhofs, wo Senckenberg seine Forschungsbereiche konzentrieren wird. Unser Jahresbudget beträgt 4,3 Millionen zuzüglich der Drittmittel, und in den Drittmitteleinwerbungen waren wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich mit etwa 1,6 bis 1,8 Millionen Euro Drittmittel im Jahr. Das ist für ein Museum ein super toller Schnitt. Wir sind außer Frankfurt das einzige Museum, Entschuldigung, die einzige Senckenberg-Einrichtung, die ein Museum hat, auch mit Dauerausstellungen. Das dritte Museum im Verbund von Senckenberg in Dresden verfügt leider im Moment bloß über Räume für Sonderausstellungen, aber wir zeigen, wie ich Ihnen nachher vorstellen werde, auch Dauerausstellungen für unsere Besucher. Und Frau Krohmer hatte schon angesprochen, wir haben einen relativ
großen Teil akademische Lehre in unserem Portfolio und die ist konzentriert inzwischen in Görlitz, indem wir für die TU in Dresden und für das Internationale Hochschulinstitut in Zittau die akademische Lehre machen. Wir verfügen über Ausstellungen. Hier sehen Sie einen Blick in unsere Ausstellung Tiere und Pflanzen der Oberlausitz. Und wir haben auch einen Lebendtierbereich, in dem wir Fische, Amphibien, Reptilien vorstellen können. Ich würde Ihnen gerne einen Rundgang durch die, ja, jetzt muss ich doch nochmal zurück in die PowerPoint springen. Einen Rundgang durch die Ausstellungen zeigen. Denn wir haben eine digitale oder eine 3D-Digitalisierung unserer Ausstellungen erstellen lassen. Und ich gehe mal mit Ihnen in die zweite Etage und da direkt in die Ausstellung Tiere und Pflanzen der Oberlausitz, die Sie bereits gesehen haben. Und in der Ausstellung, wie in den anderen auch, nehmen wir an verschiedenen Stellen Bezug auf unsere Forschungsarbeit. So forscht unsere Zoologie schwerpunktmäßig zu Säugetieren, Schnecken und Insekten. Und unser Säugetierforscher Professor Ansorge hat, seitdem der Wolf in Deutschland eingewandert ist, ein Forschungsschwerpunkt im Bereich der großen Raubsäuger, also des Wolfes und anderer. Da geht es um die Nahrungsökologie, da geht es aber auch um die Genetik, um die Ausbreitungsstrategien und um die Sozialstruktur dieser Tiere. Ich gehe mal hier rüber, da sehen wir den Fischotter. Die Populationsökologie des Fischotters war ein weiterer Forschungsschwerpunkt. Wir können also in unserem digitalen Format auch unsere Forschung abbilden. Ich laufe noch einmal ein bisschen weiter durch die Ausstellung und wir sehen hier einen Blick in die Heide- und Teichlandschaft. So, ich muss die Vitrine richtig drehen können. Und da sehen Sie eine Rohrweihe, einen bodenbrütenden Raubvogel, der bei uns vorkommt. Hier in dem Fall im Schilf unserer Teiche. Und wenn ich mich drehe, dann schauen wir auf die offene Teichfläche und sehen da zum Beispiel eine Tafelente oder einen Rothalstaucher, typische Tiere unserer Teichlandschaft. Wir haben dieses digitale Format erstellt ursprünglich zur Vororientierung für Besucher, dass also Leute, die von außerhalb unsere Ausstellungen besuchen können, die Gelegenheit haben, schon mal vorher zu schauen, was sie bei uns sehen können und sich auf die Ausstellungen, auf den Ausstellungsbesuch einzustimmen, aber auch um für Nichtbesucher attraktiv zu sein und vielleicht anzuregen, dass der ein oder andere einfach aufgrund seiner digitalen Erfahrung sich zu uns begibt, um dann doch die Ausstellungen im Original zu erleben. So war es gedacht, als wir 2019 diese digitale Ausstellungsführung implementiert haben. Als dann Corona kam und das Museum wie alle anderen auch schließen musste, bot es für uns die Chance, Online-Führungen aufzusetzen. Unsere neue Museumspädagogin Frau Bingemer hat das sehr erfolgreich gemacht, hat zweimal in der Woche für unterschiedliche Zielgruppen und dann auch noch Abendführungen digital angeboten. Und die waren ungewöhnlich gut besucht. Wir konnten anhand der Rückfragen sehen, wo die Besucher herkamen, die sich digital zugeschaltet hatte. Es war tatsächlich ein Netz über Deutschland. Zwischen 50, 60 und 100 Besuchern waren jeweils da, auch zum Teil zu den Themenführungen. Also ich erinnere mich an die Führung zum 14. Februar, zum Valentinstag über Liebe im Tierreich, die ausgesprochen erfolgreich war. Das waren
digitale Darstellungen von Ausstellungen, aber normalerweise zeigen wir digitale Formate in unseren Ausstellungen. Das ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit, auch meiner Drittmitteleinwerbung in den letzten Jahren gewesen. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt einiges erzählen und springe zunächst mal zurück in der Zeit. Gehe auf das Jahr 2008, 2009. Ich kann das gut festmachen. Das ist unser kleiner Sohn. Der war damals 3 oder 4 Jahre alt und sitzt hier vor einem Bildschirm, der einen Blick eröffnet auf die Dinosaurier im Naturkundemuseum in Berlin. Und da lief auf diesem Bildschirm, ich habe es vom Bildschirm abgefilmt, dieses Format, also ein Dinosaurier-Skelett bekommt Muskulatur, wird mit Haut überzogen und dann wird dieser Dinosaurier plötzlich in seiner Lebensumwelt aktiv. Er läuft über den Bildschirm, aber es ist der Dinosaurier, den man auch sehen kann in den Ausstellungen, also dessen Skelett man dort sehen kann. Und dieser Dinosaurier war der erste, der in dieser Form in Naturkundemuseen in Deutschland animiert wurde. Ich weiß, was das gekostet hat. Das war ungefähr das Zehnfache als das, was wir für unsere digitalen Medien im VR-Bereich aufwenden konnten. Aber es war dafür auch tatsächlich der erste, der in dieser Form gezeigt werden konnte. 2015 hatte ich Gelegenheit, in Polen, in Grünberg, in Zielonagora, eine VR zu sehen mit einer solchen, damals noch relativ einfachen, digitalen Brille. Da sitzt meine Frau auf einem Drehstuhl. Man konnte sich mit dieser Brille nicht bewegen. Man war also am Ort festgehalten und hatte aber einen 360-Grad-Blick auf eine Steinkohle, auf einen Steinkohlewald oder einen Wald in der Zeit so um 65, 70 Millionen Jahre. Aber man war am Ort gefesselt. Und dennoch fand ich die Möglichkeit, Lebensräume sichtbar zu machen, die sonst nicht sichtbar und auch für einen Museumsbesucher nicht erlebbar sind, so faszinierend, dass ich gesagt habe, das wäre was, was ich selber gerne ausprobieren würde. Und hatte dann Gelegenheit, als der Deutsche Bundestag beschloss, ein Projekt zu fördern, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, damals Frau Grütters, wo es um innovative digitale Formate zum Zeigen im Museum ging, solche Animationen, solche digitalen Entwicklungen aufzusetzen. Wir hatten ein Teilprojekt in diesem Projektverbund Museum 4.0 und unser Teilprojekt bei Senckenberg in Görlitz hieß Forschung erklären, verstehen, mitmachen. Und dieses Teilprojekt hatte 2 Schwerpunkte. Das eine war, Forschung innovativ zu vermitteln und das andere war, Bürger über Citizen Science, also Bürgerwissenschaften, einzubinden und zwar mit den Möglichkeiten einer digitalen Vermittlung. Und ich werde zu einem der Aspekte aus Forschung vermitteln und dann zu dem bürgerwissenschaftlichen Engagement jetzt in meinem weiteren Vortrag Ihnen etwas erzählen. Das, was wir zeigen wollten, sollten Lebensräume sein, die sonst nicht zugänglich sind. Solche Lebensräume sind zum Beispiel Lebensräume, die weit weg sind von unseren Möglichkeiten, weil wie die Böden zum Beispiel oder das Grundwasser aufgrund ihrer Größe, der Porengröße, für uns nicht zugänglich sind. Oder die Regenwälder, hier genauer gesagt die Regenwaldkronen oder die Tiefsee, sind für uns als Normalbürger nicht erreichbar. Oder es sind Lebensräume, die verschwunden sind. Also wir haben schon gerade eben die Dinosaurier im Steinkohlewald oder in anderen Zeiten des Erdmittelalters gesehen. Aber es könnten auch rezente Lebensräume sein, die bei uns verschwunden sind, weil der Mensch eingegriffen hat, wie zum Beispiel die natürlichen Auenlandschaften. Und in
diesen Lebensräumen wollten wir die Bewohner und deren Interaktionen so naturgetreu und lebensecht darstellen wie möglich. Sie sehen auf der rechten Seite drei Projekte, die wir im Rahmen von Museum 4.0 vermittelt haben. Das in der Mitte, Abenteuer Bodenleben, wo wir Bodentiere vorstellen. Das ist etwas, was als erstes gleich ich Ihnen vorstellen möchte. Ein zweites Projekt, das auch jetzt in meinem Vortrag enthalten ist, weil es abgeschlossen ist im Digitalen, war die Rekonstruktion einer Flusslandschaft am Beispiel der Neiße. Und das dritte, im unteren Bereich der Folie, Grundwasser ist etwas, was wir derzeit entwickeln und was am 22. April auf der Landesgartenschau in Neuenburg eröffnet werden wird. Grundwasser lebt ist unsere neue Wanderausstellung, die wir bis Oktober in Neuenburg, dann in Görlitz und dann vielleicht im Nachgang in Frankfurt zeigen werden. Wenn wir Virtual Reality mit so einer HTC Vive-Brille oder einer anderen Brille einsetzen, zeigen wir eine nicht echte Welt. Wir zeigen eine virtuelle Welt. Wir sind in einer Welt, die eigentlich nicht existiert. Sie kann also nicht per se authentisch sein, aber sie wirkt semi-authentisch. Wenn Sie so eine Brille aufhaben und diese Welt gut gemacht ist, dann haben Sie den Eindruck, Sie befinden sich tatsächlich in diesem Lebensraum und Sie glauben den Bildern, die Ihnen diese virtuelle Welt vorspielt. Das wird umso besser, umso authentischer, umso überzeugender, je originalgetreuer die Animationen sind. Und hier hat sich für uns gezeigt, dass die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Programmierern eine Voraussetzung ist für die Qualität des Ergebnisses. Die Wissenschaftler, die wissen, wie die Tiere aussehen, wie die Lebensräume aussahen, müssen das den Programmierern vermitteln. Und der Besucher, der Nutzer dieser Virtual Reality Animation kann vielleicht gar nicht sagen, warum etwas nicht echt wirkt, aber wenn es nicht gut und authentisch gestaltet ist, merkt er es irgendwie intuitiv. Deswegen ist der Aufwand, den wir da gemacht haben, besonders hoch und hat sich auch ausgezeichnet. Die virtuelle Welt bringt die Möglichkeit, dass man Objekte, Organismen oder Aspekte zusammenbringen kann, die sonst selten zeitgleich erlebbar sind. VR, also Virtual Reality, VR, zeigt eine integrierte Realität und spiegelt die Wirklichkeit, wenn man bestimmte Blickwinkel anlegt, authentischer wieder als das Originalobjekt oder das analoge Bild. Wie wir die Virtual Reality Animation vorbereitet haben, haben wir unterschiedliche Dinge ausprobiert. Wir waren unter anderem in Leipzig und haben uns im MDR verschiedene Animationen mit einer VR-Brille angeschaut. Und eine dieser Animationen sehen Sie hier nachgestellt. Es ist ein Brett auf dem Fußboden. Sie bekommen diese Brille auf und Sie gehen dieses Brett lang. Sie wissen, es ist ein Brett in einem Raum. Dieses Brett ist wenige Millimeter hoch. Es kann Ihnen nichts passieren. Sie sind völlig sicher. Die Brille zeigt Ihnen, wenn Sie das erste Mal rübergehen, dieses Brett auf dem Fußboden, also die Realität. Beim zweiten Mal liegt dieses Brett über einem Hochhaus und vielleicht sitzt am Ende eine Katze. Sie erreichen noch das Ende des Bretts, denn Sie wissen ja, da kann nichts passieren. Das dritte Mal ging dieses Brett über eine Schlangengrube. Hat mir jetzt als Zoologe nicht so viel ausgemacht, selbst wenn ich Schlangen nicht so mag. Aber ich bin darüber gegangen und es hat mir nichts ausgemacht. Beim vierten Mal ging dieses Brett über einen Hochofen und unter ihnen war die kochende Schlacke. Tut mir leid, konnte ich nicht mehr. Ich habe die Brille abgenommen, es war mir einfach zu viel. Es war so authentisch, obwohl ich genau wusste, es ist bloß virtuelle Realität, dass das einfach mich an meine Grenzen gebracht hat. Und das ist etwas, was wir in unseren Animationen oder bei der Nutzung von virtueller Realität auch immer beachten. Die Begleiter, die Betreuer
der Animation haben die Nutzer im Auge und wenn es Angstgefühle gibt, befreien die sofort den Nutzer von der Brille. Passiert nicht oft, sind so bei uns 2 bis 3%, aber sollte man wissen. Wir haben also ein Wiedererkennen von Lebensräumen und Interaktionen. Wir haben Eindrücke bei der virtuellen Realität, die klassischen Ausstellungsformen ergänzen können, nicht ersetzen, aber ergänzen können und somit Eindrücke ermöglichen, die die Modelle, das Original, auch der Film oder das digitale oder analoge Bild nicht in gleicher Weise erreichen. Und so entstehen Freude, Überraschung, Angst, Begeisterung und die können den Eindruck einer gut gemachten Ausstellung in der emotionalen Wahrnehmung übersteigen. Ich hoffe, dass das jetzt klappt und ich kann Ihnen eine Besucherin in unserer Ausstellung zeigen, in unserer virtuellen Animation Abenteuer Bodenleben. Sie hat die Brille auf, sie hat einen Controller in der Hand und sie bewegt sich jetzt, das sehen Sie auf dem Bildschirm, durch die Bodenporen im Boden. Und da kommt ihr ein 100-Füßer entgegen, ein räuberischer 1000-Füßer. Sie sehen, sie ist schon ein bisschen ängstlich, denn sie ist in dieser Animation geschrumpft auf die Größe einer Landassel. Also sie ist etwa 1 Zentimeter groß und dieser geophilomorphe 100-Füßer, den wir gerade gesehen haben, wäre dann so groß wie eine Anaconda. Hier ist sie zusammen mit Weißwürmern, auch nicht ihre Sache. Weißwürmer sind Verwandte der Regenwürmer und so etwa 1 bis 2 Millimeter groß. Und auch die sind in dem Moment für sie erschreckend. Wir haben natürlich gefragt, ob wir das zeigen dürfen, ob wir das aufnehmen dürfen und zeigen dürfen. Und sie war damit einverstanden. Nachdem sie sich durch diese Welt bewegt hatte, hat sie am Ende gesagt, es war schon ein tolles Erlebnis, selbst wenn es manchmal ein bisschen gruselig war. Ja, Emotionalisierung ist also eine von den Dingen, die wir mit der virtuellen Realität erreichen können und was mit anderen Formen der Vermittlung manchmal nicht gleich gut geht. Aber um es nochmal zu sagen, alle Formen der digitalen Vermittlung werden das Original und die Ausstellung, so wie wir sie mit den Originalen bestücken, nicht ersetzen können. Aber sie können sie ergänzen um Eindrücke oder auch um Informationen. Es ist aber nicht so, dass wir digitale Medien nur einsetzen sollten, weil wir es können. Also es muss immer ein Mehrwert sein, wenn wir den Aufwand betreiben, solche digitalen Medien zu entwickeln und dann in der Ausstellung zu implementieren. Es müssen finanzielle und personelle Ressourcen da sein. Sie müssen das Geld haben, um die Animation entwickeln zu können oder entwickeln lassen zu können. Und Sie brauchen eine Betreuung. Die kann unterschiedlich aufwendig sein, aber in jedem Fall werden Sie personelle Ressourcen einsetzen müssen. Diese Formate sollten gut kontextualisiert sein. Es sollte also einen Bezug nehmen zu dem, was Sie in den Ausstellungen sonst schon zeigen. Es sollte keine Redundanz sein mit den Ausstellungen. Also wenn Sie was zeigen, was Sie an anderer Stelle schon gleich gut oder besser mit Originalen zeigen können, brauchen Sie keine digitalen Medien. Und die VR sollte gut gemacht sein. Wenn die schlecht gemacht ist, haben Sie Motion Sickness, heißt das so schön, also Reisekrankheit, würde man vielleicht zumindest von der Symptomatik her sagen. Die Auflösung muss gut sein, es muss authentisch sein und es muss technisch passend sein. Also auch die Form der digitalen Formate, die Sie anwenden, sollte für den Inhalt abgestimmt und optimiert sein. Das haben wir gemacht in einer Herr Xylander, wir sehen keine Folien im Moment. Oh, dann bitte ich um Entschuldigung. Dann gehe ich da nochmal rein. Entschuldigung, das... Das müsste die... Können Sie es sehen jetzt, Frau Kromer?
Ja, jetzt ist sie wieder. Okay. Bitte um Entschuldigung, kann mal passieren, wenn man zwischen den unterschiedlichen Formaten hin und her springt. Das ist auch eine Form von digitaler Realität. Also ich bin gerade darauf eingegangen, dass die digitalen Formate dann sinnvoll sind, wenn man das Geld und die personellen Ressourcen hat, wenn die Formate kontextualisiert zu den Inhalten dessen sind, wo sie es zeigen wollen, wenn der Erklärungswert nicht anders besser erreicht werden kann und wenn die technische Umsetzung gut gemacht ist, wenn sie also keine Reisekrankheit bekommen, wenn die Auflösung gut ist und so weiter. Wir haben das genutzt für unsere internationale Wanderausstellung Die dünne Haut der Erde, die meine Frau in ihrem Team zwischen 2015 und 2017 entwickelt hat und die danach sehr erfolgreich gezeigt worden ist, auch in Frankfurt natürlich. Steht jetzt gerade in Heilbronn, geht dann wieder nach Görlitz, dann nach Bielefeld und dann nach Rostock, wie es aussieht. Und Sie sehen hier also eine klassische Wanderausstellung mit Tafeln, mit natürlich digitalen Medien, mit unterschiedlichen Modellen, sehr animiert, auch sehr interaktiv, mit viel Hands-on-Elementen und mit einem Skalenwechsel. Wenn Sie also die Ausstellung betreten durch so einen Fadenvorhang, dann schrumpfen Sie, weil auf den Fadenvorhang Bodentiere projiziert werden, auf die Größe einer Landassel und sind damit in diesem Porenraum auf Augenhöhe mit den Organismen unterwegs. Das zeigt diese Tafel links nochmal. Hier geht unsere Mitarbeiterin durch diesen Fadenvorhang und dann ist sie in einer anderen Welt, auch in einer anderen Größenklasse unterwegs. Und dafür haben wir eine VR-Animation entwickelt, Abenteuer Bodenleben. Das zeigt uns ein paar Tiere aus einem der drei Lebensräume, die wir dort zeigen, nämlich aus der Laubstreu, ein Pseudoskorpion, ein Kugelspringer. Und ich stoppe jetzt mal die Animation und ich bin wieder ein bisschen zu schnell gewesen. Entschuldigung. Muss hier hin. So. Und jetzt kann ich stoppen. Und nochmal freigeben. So, Frau Krohmer, Sie können es sehen. Perfekt, ja, besser. Wunderbar. Ja, das ist also die Laubstreu. Und wir schrumpfen also unsere Besucher runter auf etwa eine Größe von 1 Zentimeter. In den Lebensräumen haben wir eine 1-Cent-Münze als Referenz, als Größenreferenz eingebaut und man springt dann oder teleportiert sich mit einem Controller durch diese Welt, begegnet Asseln, man begegnet Springschwänzen, diesen Pseudoskorpionen und Doppelfüßern, das sind also Tausendfüßer, die als Pflanzenfresser unterwegs sind, in einem zweiten Lebensraum, in den Bodenporen. Also stellen Sie sich vor, einen Gang, den ein Regenwurm gegraben hat, in dem begegnen Sie anderen Bodentieren, hier dem räuberischen Hundertfüßer, der die Dame vorhin schon, die Besucherin, erschreckt hat. Und der macht es wirklich was her, auch mit seinen Greifzangen. Ja, also eine Animation, die den Menschen auf Augenhöhe mit seinen Bodentieren bringt und ganz neue Einblicke, sonst nie erlebbare Einblicke ermöglicht in die Lebewelt des Bodens und die Organismen, die dort vorkommen. Es steht im Moment gerade, wie gesagt, in Heilbronn als Teil der Wanderausstellung und hier in Görlitz. Also wenn Sie zufälligerweise aus Görlitz zugeschaltet sind, bis Sonntag zeigen wir Abenteuer Bodenleben noch hier im Senckenberg-Museum. Also sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Ich bin gerade heute unten gewesen, weil ich schauen wollte, wie das bei den Besuchern ankam. Und es war eine Gruppe total begeisterter Besucher da, die diese Animation angeschaut haben. Ein Problem bei diesen VR-Brillen ist, dass eigentlich nur einer
das erleben kann, weil nur einer durch diese Brille schauen kann. Und das, was einen Museumsbesuch immer auch ausmacht, dass es ein soziales Event ist, dass es ein Miteinander von Menschen ist, die gemeinsam durch das Museum gehen, das könnte dadurch aufgehoben werden. Wenn wir so eine HTC Vive, das ist so eine Brille mit einem entsprechenden Controller, das ist das Gerät, das Sie in der Hand haben, zur Bewegung oder auch zum Leuchten in den Bodenporen als Taschenlampe, wenn Sie das einsetzen. Aber wir haben diese Isolation dadurch aufheben können, dass wir große Flachbildschirme installiert haben, direkt neben denjenigen, die diese Animation nutzen. Und Begleiter können sehen, was derjenige erlebt, der die Brille trägt. Und dadurch ist Interaktion und Partizipation möglich. Also wir erleben, dass dann der Sohn zu seinem Vater sagt, Papa, pass auf, hinter dir kommt der Tausendfüßer, du musst dich umdrehen. Und dann dreht er sich um und sieht ihn dann. Und so ist das Event Museumsbesuch plötzlich mit einer neuen Qualität, einer neuen sozialen Qualität versehen. Und das erleben wir bei Familien, das erleben wir aber auch bei Schulklassen. Und die Nutzung von virtuellen Brillen, also diesen HTC Vive-Brillen, ermöglicht auch Menschen, die noch nie mit dieser Form der digitalen Welt in Kontakt gekommen sind, es auszuprobieren und selber zu erfahren. Hier sehen wir eine Schulklasse. Wir haben die Genehmigung gehabt, das zu nutzen. Das ist nämlich unser Sohn Finn hier. Einer der Schüler trägt die Brille und die anderen schauen auf den Bildschirm und verfolgen total fasziniert, was er sieht und wo er ist. Selbst wenn die das schon 2-3 Mal gemacht haben, ist es für sie immer noch interessant zu sehen, wie der sich in dieser Welt zurechtfindet. Die VR hat für uns auch Besuchererfolg. Wenn wir sie zeigen, steigen die Besucherzahlen an. Das zeigt Ihnen 4 Jahre im Vergleich die Monate Februar und März. Februar ist blau, da sind in Sachsen die Winterferien und das ist für uns eine Zeit mit erfreulich hohen Besucherzahlen. Das ist immer so um die 4.000 Besucher. Und wenn wir die VR zeigen, das ist jetzt im Jahr 2018, dann ist die Besucherzahl noch mal deutlich höher, als sie in den übrigen Jahren gewesen ist. Da lag sie so um etwa 70% über den Zahlen der Vorjahre. VR ist also, auch wenn man den Aufwand, den wir da betreiben müssen, gegenrechnet, tatsächlich etwas, was sich lohnt. Auch was die Vermittlungsqualität angeht, also wie kommt der Inhalt einer Ausstellung bei den Besuchern an? Etwa 70% sagen, sie verstehen mehr und besser, was in der Ausstellung gezeigt wird, wenn wir ihnen gleichzeitig VR-Medien anbieten zu den Inhalten. Und immerhin 88% der Kinder fühlen sich sensibilisiert, in dem Fall für den Lebensraum Boden und seine Bewohner. Also auch an dieser Stelle ein Besuchererfolg. Das war Abenteuer Bodenleben und ein Lebensraum, der sonst nicht zugänglich ist, weil er durch seine Kleinporigkeit einfach unsere Körpergröße nicht zulässt. Ein zweites Projekt, das wir entwickelt haben, war ein nice Flug durch 2 Jahrtausende. Hier ging es uns darum, zu zeigen, wie hat unsere Landschaft ohne den Einfluss des Menschen ausgesehen und wie hat sie sich durch Anstauen von Flüssen, durch Urbanisierung verändert. Diese Animation haben wir entwickelt im Kontext einer Wanderausstellung Abenteuer Neiße, Leben am Fluss, die ebenfalls meine Frau entwickelt hatte und ich muss da nochmal stoppen. So. Und gehe hier rein. Jetzt hoffe ich, Sie sehen mir nach, dass jetzt hier so,
Aber da sollten Sie jetzt mit etwas Glück, Frau Kromer, gib mir bitte wieder ein Zeichen. Ja, alles bestens. Wunderbar, einen Blick in unsere Wanderausstellung werfen. Abenteuer Neiße, Leben am Fluss, bezieht sich auf die Lebensräume Fluss, Auen, also die Landumgebung des Flusses und die Städte, die an den Flüssen entstehen. Wir haben Tastmodelle drin, Sie haben gerade eben die Mehrsprachigkeit auf den Touchscreens gesehen, darauf werde ich nachher nochmal Bezug nehmen. Natürlich gibt es Originalobjekte und Modelle, die wir zeigen. Die Farben, hier rot für die Dächer der Stadt, zeigen diese unterschiedlichen Ausstellungsteile in der Stadt. Die Neobiota, also die eingewanderten Tiere, werden gezeigt. Der Biber, der in Görlitz inzwischen zum Stadtbild gehört, den wir an unterschiedlichen Stellen antreffen können. Wir haben eine Kinderebene, die die Ausstellungsinhalte vereinfacht und reduziert, auch für die jüngeren Besucher erschließt. Und hier im Blick auf das Grüne, das wären die Auen. Wenn man um dieses Bild der Altstadt rumgeht, kommt man in unser nice Kino und da kann man den Film, also die Animation, erleben. Die Animation zeigt den Fluss in 4 Zeitschnitten vor etwa 2000 Jahren, also wo der Mensch noch nicht eingegriffen hat, wo die Auen noch so aussehen, wie sie ursprünglich gewesen sind, um 1550, wo die Stadt Görlitz bereits entstanden ist, wo es Anstauungen des Flusses gegeben hat, zum Beispiel um Mühlen zu betreiben. Jetzt muss ich da noch mal ganz kurz rausgehen. Also ich bin ja hier knapp hinter der Grenze geboren, meine Heimatstadt ist Gotha. Und ich kann mich noch daran erinnern, als Junge haben wir oft den Zug. So. Sorry. Ja, also wir hatten unterschiedliche Zeithorizonte dort dargestellt, um die Landschaften so authentisch wie möglich nachstellen zu können, haben wir auf verschiedene Quellen zurückgegriffen. Wir haben die GIS-Daten des Freistaates Sachsen genutzt zur Modellierung des Landschaftsreliefs. Wir haben Vegetationsdaten, vergleichbare Auenlandschaften ohne anthropogene Eingriffe verwendet, um zu zeigen, wie die Auen ausgesehen haben. Ich werde Ihnen da ein Beispiel von einer Aue in einem Durchbruchssaal gleich zeigen. Wir haben eine Drohnenbefliegung 2020 durchgeführt, die eingegangen ist. Und dann haben wir aus einer Partnereinrichtung Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur Zeichnungen, Kupferstiche, Fotos von Ansichten oder von Objekten, Mühlen, Häusern, Gebäuden genutzt, um so exakt wie möglich in den unterschiedlichen Zeithorizonten dies darzustellen. Manchmal gab es keine Zeichnungen von denen, zum Beispiel Mühlen, die direkt an der Neiße gewesen sind. Da haben wir uns Zeichnungen von vergleichbaren technischen Anlagen, Mühlen mit 4 Rädern, das war ein Beispiel, das wir da hatten, besorgt und haben das dann so gut es ging umgesetzt. Und daraus ist eine Animation geworden, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Vor 2000 Jahren war wenige hundert Meter südlich der Altstadt von Görlitz noch ein Auenwald. Das Neißetal ist da sehr steil, deswegen reichen die Auenwälder bis fast unmittelbar ans Ufer. Es gibt also keine großen Kiesbänke oder Sandbänke in diesem Bereich. In anderen Bereichen, die ich Ihnen jetzt nicht zeigen kann aus Zeitgründen, gibt es das allerdings. Und so ungefähr
muss die Neiße ausgesehen haben vor 2000 Jahren mit den typischen Weichholz-Auengebüschen und Bäumen, die dort vorkamen. Wir fliegen jetzt auf die Stadt Görlitz zu und ich mache Sie mal auf dieses Gebäude hier links aufmerksam. Das ist das alte Schützenhaus von Görlitz. Sie sehen hier an der linken Seite Zielscheiben. Hier sind so kleine Häuschen, von denen aus geschossen worden ist. Und ich nehme nachher nochmal Bezug, um Ihnen die Umsetzung der Quelle in die Animation zu zeigen auf dieses Gebäude. Wir sind jetzt im Jahr 1550, ungefähr aus dem Jahr 1600, gibt es einen Kupferstich, einen kolorierten, der sehr exakt von Osten aus gesehen die Stadt Görlitz zeigt. Und auf diesen Kupferstich und auf andere Zeichnungen beziehen wir uns in der Rekonstruktion der Stadt. Also diese Häuser haben um 1550 an der Neiße gestanden, bis auf die Brücken oder die Stege, die ins Wasser führten, ist das authentisch nachgestellt. Man sieht hier das Weithaus, den Stadtturm auf der Westseite, es gibt auch einen Stadtturm auf der Ostseite und es gab eine Brücke, eine Holzbrücke, die die Neiße überquert hat. Die große Kirche hier ist die Kirche Peter und Paul, die inzwischen ganz andere Türme hat, wie wir sehen können. Und dann springt die Animation um auf das Jahr 1910. Hier haben wir sehr gute Fotos, die uns das zeigen. Die Kirche hat große Türme. Die Holzbrücke ist durch eine Metallbrücke ersetzt worden am Beginn des 20. Jahrhunderts. Und durch die fliegen wir jetzt durch. Die Häuser, die rechts und links stehen, sind Häuser, die in fotografischen Darstellungen sehr gut dokumentiert und hinterlegt sind in den Sammlungen. Und das zeigt Ihnen also einen kleinen Teil dieses Neiße-Fluges und die Entwicklung dieser Flusslandschaft in den letzten 2000 Jahren. Ja, das zeigt Ihnen das Schützenhaus, das ich vorhin in der Animation kurz schon erläutert hatte. Und das ist das Original. Also so sieht der Kupferstich, der kolorierte aus. Das Haus, diese kleinen Hütten, von denen aus auf die Zielscheiben geschossen wurde. Wir haben uns also sehr bemüht, diese Originale umzusetzen. Eine Zeichnung etwa aus dem Jahr 1660, 1670 mit einer Stadtansicht. Auch auf die haben wir Bezug genommen. Die hölzerne Brücke, der Stadtturm, die Kirche Peter und Paul noch mit den kleinen Türmen und ein Foto etwa aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg mit der Metallbrücke. Peter und Paul hat jetzt schon die großen Türme. Also wir haben uns bemüht, so authentisch es ging, diese Quellen umzusetzen in dem Neißeflug. Er ist in der Ausstellung Abenteuer Neiße zu sehen und vielleicht gibt es die Möglichkeit, den in absehbarer Zeit auch in Frankfurt zu zeigen. Die Animation ist in einem Kino zu sehen. Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt. In dem Kino können 3D-Effekte animiert werden. Dazu würden wir Shutterbrillen ausgeben. Das sind spezielle Brillen, die in unterschiedlicher Geschwindigkeit das rechte und das linke Auge öffnen und schließen, also die Brillengläser öffnen und schließen und so einen 3D-Effekt möglich machen. Wir haben uns für ein lineares Format entschieden, während Sie bei Abenteuer Bodenleben mit der HTC Vive-Brille sich im Raum selber bewegen können, auch laufen können, ist hier vorgesehen, dass Sie wirklich wie in einem Film nur linear praktisch dem Flussverlauf folgen. Das hatten wir vorher ausprobiert. Meine Vorstellung war eigentlich, wir nutzen auch da 360-Grad-Optik, aber wir sind zu siebend in einem Raum gewesen und haben das probiert. Von 7-6 anschließend schlecht gewesen. Also wir haben eine ganz extreme Reisekrankheit, Übelkeit ertragen müssen. Und das hat bei mir eine Stunde angedauert. Daraufhin habe ich gesagt, ich bin überzeugt, wir nehmen ein lineares Format.
Ein Vorteil ist auch, dass mehrere Personen das gleichzeitig nutzen können, selbst bei Corona-Abstand etwa 7 bis 8. Und das ist viel besser, wenn man mehr Leute einbinden will und auch nicht so lange binden will durch Sitzen oder durch Nutzen. Also es ist ein interessantes alternatives Format zu der HTC Vive-Brille. Aus den Animationen von Abenteuer Bodenleben haben wir Augmented Reality Entwicklungen abgeleitet, Nachnutzungen. Augmented Reality ist die Inbeziehungssetzung digitaler Objekte und der Wirklichkeit. Also in dem Fall können Sie mit Ihrem Handy, wenn Sie über die Senckenberg Homepage sich einloggen, die Bodentiere runterladen und dann zum Beispiel in ihre unmittelbare Umgebung bringen. Wir haben uns mal den Spaß gemacht, einen solchen Kugelspringer auf eine Pizza in einer Pizzeria in Frankfurt zu setzen und dann den Kellner zu fragen, was für große Insekten er denn in seinem Restaurant rumlaufen hat. Kann man auch anders machen. Man kann sich auch auf den Tisch setzen oder auf den Lampenschirm und dann fotografieren. Also solche AR-Formate bieten entsprechende Möglichkeiten. Man kann sie aber auch ernsthaft, sage ich mal, einsetzen, zum Beispiel indem sie ein Skelett zeigen auf einem Mobiltelefon zu einem Fisch und so dem Besucher anatomische Informationen zu dem Objekt zusätzlich zur äußeren Morphologie bieten können. Wir arbeiten für die Grundwasserausstellung im Moment an neuen Formaten, und zwar an Hologrammen. Da haben wir Verschiedenes in der Vergangenheit auch ausgesucht und ausprobiert. Wir haben uns entschieden für eine australische Firma und die erlaubt mit Laserbildern auf einer durchsichtigen Platte solche 3D-Animationen. Sie können in dem Fall eine Assel hochnehmen. Sie sehen das hier mit einer virtuellen Hand. Da kommt eine virtuelle Hand, Ihre Hand als Steuerungselement über ein Touchpad in die Animation rein und Sie können dann mit Ihrer Hand, ohne das Objekt selbst zu berühren, dieses drehen und von allen Seiten anschauen. Wir hoffen, dass das bis zur Eröffnung der Grundwasserausstellung in Neuenburg fertig werden wird und dass wir es dann auch, wenn es in Görlitz und Frankfurt steht, zeigen können. Damit komme ich zu meinem vorletzten Thema, Mehrsprachigkeit. Wenn wir Wanderausstellungen produzieren, ist es oft so, dass wir sie auch im Ausland zeigen. Hier eine tschechische Version unserer Vorgängerausstellung zur Bodenausstellung, rechts die dünne Haut der Erde mit unterschiedlichen Formaten, mit austauschbaren Textblöcken, hier mit Klebefolien, mit Adhäsionsnoppen haben wir die Ausstellung umstellen können innerhalb weniger Stunden oder weniger Tage auf eine andere Sprache. Mit den Textblöcken, das dauerte 2 Tage, mit den Klebefolien zwischen 6 und 8 Stunden. Aber es ist immer noch relativ aufwendig und ja, es ist auch nicht sonderlich elegant. Im Museum selber haben wir, also hier in Görlitz, lange mit Audioguides für englische und polnische Besucher gearbeitet. Da sind wir inzwischen auch an einem anderen Medium. Aber Audioguides ermöglichen tatsächlich Sprache im Museum in eine andere, also Texte in eine andere Sprache zu transferieren und so für Besucher zu erschließen. Für die Abenteuer Neiße, Leben am Fluss, haben wir die Touchpads eingesetzt mit 4 Sprachen. In Deutsch, Polnisch, Tschechisch und Englisch sind die Texte zu den Tafeln nachvollziehbar. Es gibt darüber hinaus die Kinderebene. Wir können Fotos und Filme einspielen und eine Vertiefungsebene unter die Einstiegsebene setzen. Also die Touch-Displays waren tatsächlich eine
exakt oder eine sehr elegante Möglichkeit, Mehrsprachigkeit in der Ausstellung zu realisieren und mit zahlreichen Sprachen zu arbeiten. Für die neue Ausstellung, die Grundwasserausstellung, werden wir QR-Codes einsetzen, so mit dem eigenen Mobiltelefon, die QR-Codes auf den Tafeln runtergeladen werden können und dann die Textblöcke nachvollzogen werden können. Für diejenigen, die ohne Mobiltelefon kommen, haben wir Tablets, die wir ausleihen und die ermöglichen dann die Nutzung der Texte. Darüber hinaus haben wir auf den Tafeln auch eine Kinderebene. Es können Filme eingespielt werden und zusätzliche Bilder. Das Letzte, was ich Ihnen vorstellen möchte, sind Citizen Science Formate. Ich hatte Ihnen gesagt, dass bei der Realisierung von unserem Verbundprojekt Museum 4.0 eine unserer Aufgaben war, Bürgerwissenschaftler einzubinden und da auch digitale Formate zu nutzen. Ich selber habe Bürgerwissenschaftlerprogramme seit Mitte der 80er Jahre gemacht. Da gab es den Begriff Citizen Science noch nicht und Bürgerwissenschaften oder Bürgerwissenschaftler war mir in dem Sinne als Begrifflichkeit auch nicht bekannt. Aber wir haben Nichtwissenschaftler, Laien eingesetzt, um Daten zu generieren. Aber das Beispiel, das ich immer nutze, ist von einem anderen Senckenberg-Kollegen, meinem hochverehrten Entomologen-Kollegen Matthias Nuss aus Dresden. Der hatte sich erkundigt, wie viele Fundpunkte für das kleine Glühwürmchen in Sachsen existieren und festgestellt, es gab 143 Fundpunkte aus Sachsen aus etwas mehr als 200 Jahren. Es war absehbar, dass es viel mehr an Informationen zu diesem Tier geben müsste, wenn man nur flächendeckend und viele Bürgerwissenschaftler, viele Bürger einbeziehend nochmal schauen würde. Und dieses kleine Glühwürmchen hat durch seine Flugzeiten und seine Häufigkeiten den Vorteil und dadurch, dass es nicht viel mehr Glühwürmchen bei uns gibt, dass wenn man es sieht, man nicht groß nachbestimmen muss, sondern jede Sichtung ist praktisch ein Fundpunkt. Und Matthias Nuss hat dann das Projekt Wo tanzt das Glühwürmchen aufgesetzt und in ganz Sachsen und darüber hinaus geworben. Und das waren die Fundnachweise von 2007 bis 2009. Fast 4000. Das Projekt ist weitergegangen. Wir haben also inzwischen viel mehr Fundpunkte. Und es zeigt uns, erstens, es gibt viel mehr Glühwürmchen, aber für mich noch viel faszinierender, wenn ich Bürger auf der einen Seite motivieren kann, selber zu schauen, was sie in der Natur erleben und diese Erfahrungen einzubringen in eine Datenbank oder in eine Aufsammlung von Daten, in die Bereitstellung von Fundnachweisen, dann ist das, was ich über die Fauna und Flora erfahre, erheblich mehr, als wenn ich es allein über Wissenschaftler mache. Das ist was, was wir immer wieder erfahren. Und die enge Zusammenarbeit von Senckenberg im Bereich Bürgerwissenschaftler mit den Bürgern ist ein großer Gewinn, auch für die Forschung, auch für die Wissenschaft, auch für die Extrapolation von Daten, die wir dann zum Beispiel in der Modellierung brauchen. Ja, das zeigt Ihnen das Glühwürmchen nochmal. Wir bekommen mehr als nur die Fundpunkte. Wir bekommen auch eine Idee, wann diese Tiere aktiv sind. Das zeigt Ihnen also die Aktivitätsnachweise über die Monate Juni bis in den Juli rein. Und da sehen wir, wann die am häufigsten aktiv gewesen sind. Das hat mich motiviert, in Museum 4.0 auch so ein Bürgerwissenschaftler-Format einzubeziehen, und zwar für Bodentiere, weil das natürlich für uns besonders interessant war. Es konnten keine kleinen Bodentiere sein, sondern es mussten große Bodentiere sein, damit man kein Mikroskop braucht zum Bestimmen. Und da boten sich an,
Landasseln und die Tausendfüßer mit den beiden großen Gruppen Hundertfüßer und Doppelfüßer. Also alles zusammen etwa 300 Arten, die in Deutschland vorkamen. Wir haben einen interaktiven Bestimmungsschlüssel erstellt, den Sie auch runterladen können, entweder über bodentierhoch4.de oder über Senckenberg. Und dieser interaktive Bestimmungsschlüssel arbeitet über eine Merkmalsmatrix. Also Sie sehen einen Tausendfüßer, der ist braun, ist 4 Zentimeter lang, hat einen gelben Streifen. Das sind Merkmale, die abgefragt werden. Wenn Sie die eingeben, reduziert sich die Zahl der in Frage kommenden Arten von 300 oder so auf 6 oder 7. Die sind dann mit Fotos und mit Zeichnungen dargestellt, sodass man vergleichen kann, wen man vor sich hat. Darüber hinaus gibt es Länderchecklisten. Also wenn Sie feststellen, also der mir der zweitwahrscheinlichste erscheint, kommt nur in den Alpen vor. Sie sitzen aber an der norddeutschen Küste, dann können Sie den Alpen-Tausendfüßer vergessen. Dann bleibt nur einer über. Und so können Sie die Bodentiere, die Sie selber gefunden haben, bestimmen, fotografieren, das Foto mit der Bestimmung, den GPS-Daten, also den geografischen Informationssystem-Daten, die Sie auf Ihrem Handy wahrscheinlich festhalten können, in unsere internationale Bodentier-Datenbank EDAFOBASE hochladen. Mit den Fotos, wie gesagt, mit der Fundmeldung. Und dann werden diese Daten in eine Quarantänefunktion, nennen wir das, abgespeichert. Und so einmal die Woche schauen unsere Senckenberg-Spezialisten für Asseln aus Frankfurt, für Tausendfüßer hier aus Görlitz in diese Datenbank rein und würden dann Ihre Daten validieren, sagen, das ist richtig. Und dann kommen Sie mit Ihrem Namen, Ihrem Fund, Ihrem Tier, Ihrem Datum und dem Fundort in die Datenbank und können, wenn Sie wollen, noch weitere Informationen, also zum Beispiel zur Vegetation oder zur Höhenlage oder zu sonstigen Umweltparametern mit einbringen. Das Format Bodentierhoch 4 ist ausgesprochen gut angenommen worden in den Medien. Hier nur ein paar Beispiele. Ein zweites Format, das wir entwickelt haben, was jetzt gerade erst fertig geworden ist vor wenigen Wochen, ist ein Landschaftsfotoportal. Hintergrund war, dass die private Fotografie jetzt so etwa 70 Jahre alt ist. Wenn ich in die alten Fotoalben meiner Eltern schaue, also aus dem Urlaub, aber auch aus der Umgebung meiner Heimatstadt, dann kann ich diese Fotos noch zuordnen. Ich weiß ungefähr, wann sie entstanden sind und ich kenne diese Orte. Das sind die Metadaten, die uns helfen, die Bilder für die Wissenschaft zur Dokumentation von Landnutzung, aber auch Landnutzungswandel einzusetzen, diese Daten zu erheben. Das wäre zum Beispiel der Ort, wo sie entstanden ist, die ungefähre Zeit, die Richtung, in die man fotografiert hat. Wenn ich sterbe, sind diese Informationen aus den Alben meiner Eltern weg. Ich kenne das noch, meine Kinder wissen das nicht mehr. Wenn wir also dieses wertvolle Wissen zu den Dokumenten erhalten wollen, müssen wir das jetzt machen. Und das war die Idee hinter dem Landschaftsfotoportal. Man kann die Bilder hochladen, man kann die Metadaten, also die Informationen, mit einer entsprechenden Matrix eingeben. Ein Thesaurus, also eine Begrifflichkeitsorientierung, hilft, dass die Begriffe, die Sie eingeben, auch wiedergefunden werden. Und wir sind dabei, Möglichkeiten mit künstlicher Intelligenz zu entwickeln, dass Bilder, die zur gleichen Zeit mit unterschiedlichen Blickwinkeln am selben Ort oder an ähnlichen Orten entstanden sind, zu einem 3D-Landschaftsmodell entwickelt werden können, die damit Landschaften in unterschiedlichen Zeitschnitten rekonstruieren helfen und auch den Wandel der Landschaften, vor allem durch den Menschen, rekonstruieren helfen. Ja, das war ein kurzer Rundgang durch digitale Formate im Museum, vom Zeigen bis hin zu den Bürgerwissenschaftlern. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für Sie und stehe Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung.
Ja, Haxilander, ganz herzlichen Dank für diesen umfassenden Überblick, was es da alles gibt. Es war auch total schön, mal ausführlich einen Einblick in das Görlitzer Museum zu bekommen, wo viele ja immer denken, Senckenberg ist Frankfurt. Und ich hoffe, dass die einen oder anderen dann doch Lust bekommen, da auch mal hinzureisen. Ich kann Görlitz nur empfehlen als Reiseziel. Es ist wirklich eine zauberhafte Stadt und ein noch zauberhafteres Museum. Genau, und ich hoffe auch, dass diese digitale Besuchsmöglichkeit, dass man kann wirklich durch das ganze Museum gehen. Bei Ihnen habe ich das so richtig verstanden, digital, dass Durch das. alle Etagen und sogar im Moment durch alle Wanderausstellungen, die wir zeigen. Wanderausstellungen sind immer ein Problem, die stehen bloß ein halbes Jahr und eine Aktualisierung kostet immer eine vierstellige Summe, so um die 1000 Euro. Das können wir nicht für alle Wanderausstellungen machen, aber für die jetzt stehende und auch für die jetzt kommende werden wir das machen. Sodass wir also bis Mitte 2023 auf allen Etagen aktuell bleiben. Unglaublich, dass das alles digital gibt, und ich hoffe, es hält aber niemand ab davon, nach Görlitz zu reisen, weil so echt es aussieht, so noch schöner ist es dann, wenn man wirklich leiblich drin steht. Es ist ein bisschen wie eine Speisekarte. Man guckt drauf und bekommt Hunger. Ja, das, genau so soll es sein. Ich habe eine Frage bekommen, in einem der Chatkanäle. Zieht Virtual Reality überhaupt heute noch angesichts der vielen existierenden, hoch aufgelösten Spielewelten? Kriegen Sie die Jugendlichen damit noch abgeholt? Die kennen ja doch zum Teil noch ganz andere Dinge als das, was in den Museums-VR-Brillen möglich ist. Oder wie ist das? Also wir zeigen es nur zu bestimmten Zeiten, weil der Betreuungsaufwand hoch ist. Und wenn Sie jetzt bei uns in den Raum gehen würden, der ist von morgens um 10 bis wir schließen um 18 Uhr, ist er besetzt. Also im Abstand von 10 Minuten, so viel braucht man etwa, um sich durch die unterschiedlichen Welten im Boden zu klicken und zu finden. Im Abstand von 10 Minuten ist das in dauerhafter Nutzung. Also es ist tatsächlich so, und es sind nicht nur ganz junge Leute, die kommen, da sind viele Familien, die kommen, wo aber die Eltern das auch ausprobieren. Aber ich war vorhin unten und ein typisches Klientel für die Winterferien in Sachsen sind Großeltern mit Enkeln. Und die Großeltern probieren das auch aus. Und wir haben viele, auch über 60-Jährige, die zum ersten Mal so eine Brille aufhaben und völlig überrascht und fasziniert sind, wie die digitalen Formate solche Welten erschließen können. Eine weitere Frage schließt daran direkt an. Gibt es auch Formate mit Interaktion, also so wie in einem Spiel Interaktion zwischen Besucher und Exponat oder Besucher und Animation, also so Gamification irgendwie auch, dass man die Bodentiere sammeln kann oder so? Gibt es in die Ja. Richtung? Also wie wir den ersten Teil entwickelt haben, gab es das noch nicht. Aber es gab die ständige Frage, kann man die auch abschießen? Nein, man kann die nicht abschießen, man soll die auch nicht abschießen. Aber es gibt tatsächlich Interaktion. In dem Teil zur Laubstreu sind Springschwänze, Hornmilben und diese Pseudoskorpione da. Sie können die Springschwänze springen lassen. Also bestimmte Springschwänze kann man anstupsen, dann hopsen sie so, wie sie das normalerweise auch machen würden, wenn der Feind kommt, aus dem Blickfeld des Besuchers. Die Hornmilben, die einen relativ harten Panzer haben, haben auf der Unterseite einen Weichkörper und um den zu schützen, ziehen die sich zusammen. Und das machen sie auch, wenn sie die anstupsen. Also wie wenn ein Hundertfüßer käme, der sie fressen wollte und anstupst, dann ziehen die sich zusammen und werden damit nicht fressbar. Und sie können Tiere hochnehmen, können die umdrehen, also ausgewählte Tiere, zu denen wir die Besucher hinführen. Also es gibt auch in dieser virtuellen Welt eine Interaktion und das ist auch tatsächlich besonders spannend. Ich muss auch mal wieder nach Görlitz fahren. Es kam noch eine Frage: Besteht nicht die Gefahr, dass alle nicht mit digitalen Extras versehenen Exponate und Ausstellungen dann als altmodisch empfunden werden? Muss künftig alles mit Augmented und Virtual Reality ausgestattet sein? Nein, glaube ich nicht. Es ist tatsächlich eine Ergänzung. Das ist auch das, was ich versucht habe zu zeigen. Also ein gut gemachtes Präparat zieht mich immer an und habe ich eine besondere, auch emotionale Bindung zu. Die virtuellen Welten sind tatsächlich bloß etwas, was Dinge eröffnet, die das
ja, feste Präparat, das präparierte Tier in dieser Form nicht kann. Nein, ich bin ziemlich sicher, dass wir klassische Ausstellungen haben werden, aber dass wir in diesen klassischen Ausstellungen auch schauen sollten, wo kann ich einen Mehrwert generieren, indem ich digitale Formate anbringe. Das kann VR sein, das kann AR sein, das kann aber auch was ganz anderes sein. Ja, vielen Dank bis hierher. Ich schaue in die Runde, die verschiedenen Chatkanäle. Da sind im Moment keine weiteren Fragen. Haben wir alle abgearbeitet? Ich schaue nochmal. Ja, hier kommt noch eine Frage. Sie unterschieden Haushaltsmitarbeiterinnen und Drittmittelkolleginnen. Sind die digitalen Medien bei Ihnen schon im Haushalt angekommen oder ist es noch Projektarbeit? Das ist offensichtlich auch eine Museumskollegin, die das fragt. Ja, also im Moment sind tatsächlich alle über die Drittmittel beschäftigt, weil die Entwicklung von solchen Medien außergewöhnlich teuer ist. Im Betrieb sind die Kosten deutlich geringer. Also wir werden, wenn das Projekt ausläuft, im Moment ist das Projekt Ende der 30. oder 31. Juni diesen Jahres, dann werden wir den Betrieb aus Haushaltsmitteln machen. Ich bin nicht sicher, ob jemand von den Sitzländern Hessen und Sachsen dabei ist, aber sollte jemand dabei sein. Senckenberg ist das einzige Museum innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft, das den musealen Teil, also den Teil, der für die Volksbildung im weiteren Sinne verantwortlich ist, nicht zusätzlich finanziert bekommt. Alle anderen Leibniz-Museen, also das Museum, das Bergbaumuseum in Bochum oder das Römisch-Germanische Nationalmuseum in Nürnberg oder das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven, kriegen diesen Teil ihrer Arbeit extra von den Sitzländern. Also wenn jemand aus den Sitzländern dabei ist, geben Sie uns dieses Geld, dann haben wir Möglichkeiten, aus dem Haushalt heraus solche digitalen Medien zu entwickeln oder zu betreiben. Ansonsten müssen wir es aus den Haushaltsmitteln machen. Das ist sehr viel schwieriger. Also eine Möglichkeit, vielen Dank für die Frage, hier ein Desiderat zu adressieren. Ich erinnere mich, wir hatten in Frankfurt eine Zeit lang auch Virtual Reality, wo die Dinosaurier sich belebt haben oder man ins Jura-Meer eintauchen konnte. Da hatten wir, glaube ich, tatsächlich noch eine Kasse, wo die Besucherinnen und Besucher, die das wahrgenommen haben, dann einen extra Obolus entrichtet haben. Wenn man es dann muss man es eben von den Besuchern holen, wenn es nicht anfällig darstellbar ist. Das habe ich vorhin auch kurz gezeigt, also das eine Bild, was man sehen kann mit den Dinosauriern, das ist der Frankfurter Dinosauriersaal und da waren wir ungefähr gleich schnell. Ich glaube, Bernd Herkner war 2 Monate nach uns mit seiner Dinosaurier-Animation fertig und wir haben dadurch, dass wir es über Projektgelder abbilden konnten, nie Geld genommen. Aber wenn man das machen will, wir haben auch mal nach der Willingness to Pay, also der Bereitschaft zu zahlen, gefragt in unseren Besucherbefragungen. Und da gab es tatsächlich die Bereitschaft, so 2 bis 3 Euro zu geben, um das ausprobieren zu können. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, zumindest den Betrieb zu finanzieren. Ja, ich schaue noch mal in die Runde. Hier ist auf YouTube ist nichts mehr gekommen. Ich glaube, dann hätten wir die Fragen für heute geklärt, gehen alle mit viel Neugier auf das Görlitzer Museum nach Hause und vielleicht kommen der eine oder die andere dann auch mal demnächst bei Ihnen vorbei. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich für diesen breit angelegten Vortrag und möchte jetzt nochmal kurz meinen Bildschirm teilen, um auf den nächsten Vortrag hinzuweisen, der schon nächste Woche stattfindet. Moment, das ist die Übersicht. Wir haben ja schon einen Vortrag zum Thema Kolonialismus in Naturkundemuseen gehabt von der Kollegin aus Berlin. Jetzt nächste Woche haben wir Nanette Snoop vom Rautenstrauch-Jöst-Museum in Köln, die das Thema nochmal breiter angelegt und vor allen Dingen auch aus der Sicht ethnologischer und ethnologisch arbeitender Museen aufgreift. Wer sich mit diesem Thema beschäftigen möchte, ist herzlich eingeladen, sich dann wieder zuzuschalten. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend und dann bis hoffentlich nächste Woche oder zu einem anderen Termin. Nochmal herzlichen Dank, Herr Xelander, für den Vortrag und bis zum nächsten Mal in Frankfurt. Schönen Abend an alle. Tschüss. Danke. Tschüss.